Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach dem Zügeln oder wenn einfach wieder mal ein Tapetenwechsel fällig ist, heisst einer der meistgehörten Sätze, man sollte wieder mal streichen. Wer seine Wohnung selber will verschönern, geht am gescheitsten zu Coop. Im Bau und Hobby findet sie nämlich alles, was man fürs Auffrischen der Wohnung braucht, innen und außen. Vom Abdeckband über die Leitern bis zu den Pinseln und den richtigen Farben. Die richtigen Farben sind die sicheren Farben. Für die Umwelt und für die Gesundheit von einem selber. Darum wird das Label erst nach einer sorgfältigen Prüfung durch ein unabhängiges Institut vergeben. Mit den Farben von Coop Ökoplan kann man umfassend umweltbewusst streichen. Sie enthalten keine Lösungsmittel, keine Bindemittel und auch keine Konservierungsmittel, die keine der bekannten Allergien auslösen könnten. Dazu kommt, dass sich die Farben einfach verarbeiten lassen. Sie tropfen nicht, sie decken gut und die Auswahl an Farben ist riesig. So macht das Malen und Streichen Spass. Nach dem Streichen geben die Räume, wo man schließlich drin lebt, keinen Schadstoff ab. Sie sind geruchsneutral und auch fürs Kinderzimmer sehr zu empfehlen. Hallo Paul. Ich muss mich gar nicht gross vorstellen, wer Beachvolleyball sagt, muss auch Latziga sagen. Jetzt sind die Turniere zwar vorbei und du hättest daheim Zeit zum Malen, oder? Also einfache Sachen habe ich auch schon gemalt. Aber meine Stärke sind Bälle verteidigen und wenn bestreichen, überall ich lieber andere. Du und dein Bruder sind jetzt ja gerade Vize-Europameister geworden. Was sind deine weiteren Pläne? Zuerst mache ich ein bisschen Ferien, dann die ganze Büroarbeit, die ich im Sommer machen soll. Und in einem Monat geht es wieder weiter ins Trainingslager auf Brasilien. Und was kochst du am liebsten? Am liebsten tue ich kalte Sachen zubereiten und die warme Küche überlasse ich der Mutter. Aha, schön. Vielleicht inspiriert dich ein Rezept vom Teleskop. Schauen wir es mal zusammen an. Ja. Super. Das tun wir schön andämpfen, dann gibt es wieder schönen Geschmack. Jetzt unten auf den Belag tue ich gerade zuerst auch Landrauch schenken. Und dann tue ich ein Viertel noch auf die Seite. Auch hier gebe ich nur ein Viertel oder drei Viertel drauf. Und der andere Viertel behalte ich. Mhm. Weil der kommt am Schluss dann noch drauf. Den Guss noch drüber. Den schön ein bisschen verteilen. Ja. Und dann geht es auch bereits wieder ab in den Ofen. Mhm. Und wie lange? Da tue ich jetzt eine halbe Stunde drin. Genau. Jetzt tue ich das gerade darauf anrichten. Denn so eine schöne Gische ist auch lässig, gerade so auf den Tisch zu nehmen. Das vollständige Rezept gibt es wie gesagt morgen im Teleskop, der neuen Mittagssendung von Coop um 12:30 auf SF1. Dort sehen Sie das ganze Rezept in aller Ruhe und Sie können es auch wie gewohnt in der Coop-Zeitung nachlesen. Was wir in der Coop-Zeitung auch noch finden, sind interessante Aktionen. Sabrina? Ja, diese Woche haben wir ein paar besonders attraktive Angebote für Sie parat. Ein Kilo gemischtes Hackfleisch für 7,50 €, Gerberfondue, Matje, fix fertig im Duo von 14,90 € und Sug aus Frucht von 9,90 €. Alles gute Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten. Danke, Sabrina. Seit einiger Zeit kann man bei den Wohnungen einen Trend zu mehr Farben feststellen. Neben Weiss gibt es die Wohnraumdispersion von Coop Ökoplan in 18 Farben. Die Universallachse sogar in 25 verschiedenen Farbtönen. Wenn das nicht langt, kann sich im Bau und Hobby seine Lieblingsfarben selbstverständlich auch extra mischen. Die wesentlichen Vorteile der Farben von Coop Ökoplan haben wir erwähnt. Noch etwas ist wichtig. Die Packungsmaterialien sind alle voll rezyklierbar. Außerdem übernimmt Coop die Entsorgung der Originalgebinde und auch Farbreste kann man mit Verkaufsstelle zurückbringen. Das war es für heute. Viel Erfolg beim Verschönern von Ihrer Wohnung. In einer Woche haben wir bei uns wieder den Armin Amrain mit praktischen Tipps. Es geht um die perfekte Zubereitung von Fleisch. Es würde uns freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!